Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Narkosebox von NASA. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Narkose von NASA aus dem Jahr 2012. Wir haben hier eine schwarze Box, relativ flach das Ganze. Wir lesen hier in hellblau-weißer Schrift NASA Narkose und hier unten links dann in so einem Türkiston Fucker Edition plus 4 Bonustracks, T-Shirt und Poster. Rundherum das Ganze in so einem glänzenden Schwarz gehalten. Auf der Rückseite haben wir dann so eine Röntgenaufnahme, so eine Schädelaufnahme. Und hier haben wir dann noch deine T-Shirt-Größe, findest du hier. Okay, und ein Barcode von Wolfpack. Ich nehme mal an, dass wir das hier gemeint sein. Es gab die Boxen ja von den T-Shirts her in verschiedenen Ausführungen. Ich glaube S, M und L. Ich in dem Fall habe mich für ein T-Shirt in der Größe M entschieden. Gut, wir schauen mal hinein. Der Deckel ist abnehmbar. Dann haben wir hier einmal das Shirt. Dann haben wir hier einen Infoflyer Merchandise. Das Poster. Und natürlich das Album an sich. Das Album in so einem kleinen Einleger, in so einer Kartonhalterung. Kann man natürlich auch rausmachen. Da hat man hier mehr Platz. So, wir machen das Ganze mal wieder zu. Und kommen zum Inhalt. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. NASA, Narkose. Was gleich mal auffällt und sehr schön ist, wir haben es hier zu tun mit einem Super Jewel Case. Ähnlich wie auch schon auf der Rückseite der Box haben wir hier so eine Röntgenaufnahme eines Kopfs samt Halswirbelsäule. Das dürfte wohl das Profil sein, also von der Seite her. Dann haben wir hier einmal den Verbraucherhinweis auf Englisch. Und hier lesen wir noch Fucker Edition. NASA Narkose Fucker Edition. Hier auch nochmal. Und dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist. Also das normale Album hatte 16 Tracks und dann hier eben die 4 Bonustracks 17, 18, 19, 20 nur auf dieser Fucker-Edition. Okay, wir haben ein paar Features. Wir haben einmal ein Feature von Motrip, Sido, Gary Howard, Manuelsen und Silla. Also 5 Features an der Zahl. Dann haben wir noch die Credits und Infos. Und hier oben lesen wir auch nochmal NASA Narkose Fucker Edition. Gut, dann kommen wir mal zum Inhalt des Albums. So, das Booklet. Auch hier wieder Aufnahmen, Röntgenaufnahmen. Was lesen wir hier? Okay, also es sieht aus wie so ein medizinischer Befund oder Röntgeninfo. Allerdings sind hier wirklich die Tracks. Also wir haben hier die Informationen, wer an den einzelnen Tracks beteiligt war, wer wurde gefeatured, beziehungsweise wer hat den Beat produziert. Das Design mit diesen Röntgen-Geschichten zieht sich jetzt hier komplett durch. Okay, hier haben wir so eine Brustkorbaufnahme, weitere Tracks. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits zum Album. Und weitere Röntgenaufnahmen. NASA Narkose und seine Facebook-Adresse. Das Album bzw. die CD an sich sieht so aus. Auch hier wieder so eine Schädel-Röntgenaufnahme. Und natürlich auch hier wieder. So, bevor wir zum Shirt kommen, noch mal kurz einen Blick auf das Poster. So, das Poster. Wie sollte es anders sein? Auch hier wieder NASA Narkose zu lesen und natürlich die Röntgenaufnahme des Schädels. Hier unten links lesen wir auch nochmals NASA und rechts dann a Dope Kit. Rückseite blank weiß, also einseitig bedruckt das Poster im Hochformat. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Shirt. Passen wir einfach mal hier auf. So.
Also, das Shirt in schwarz gehalten und auch hier wieder Nasalnarkose zu lesen mit dieser Röntgenaufnahme. Neckprint haben wir keinen. Und wir haben es zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton, in dem Fall Größe M. Wie gesagt, Größe war damals frei auszuwählen. 100% Baumwolle und Made in Haiti. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir lesen hier oben wieder Nasalnarkose. Und dann haben wir hier vom Brustbereich bis runter in den unteren Bauchbereich diesen Schädel, diese Röntgenaufnahme. Das Ganze hier in so einem Blau-Weiß-Ton gehalten. Ja, auf jeden Fall außergewöhnliches Design. Ich muss allerdings sagen, jetzt rein so vom Motiv und von dem Schriftzug sagt mir das jetzt nicht so zu. Also rein von der Gestaltung her wäre es jetzt ein T-Shirt, das ich persönlich nicht tragen würde. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte T-Shirt, in dem Fall in der Größe M, aber wie gesagt S, L, das war alles damals auszuwählen. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat und natürlich das Album an sich, in diesem Fall im Super Jewel Case, inklusive dieser 4 Bonustracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, Narkose von Nasar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nasar unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.